Um ein Bild in der Größe und im verwendeten Speicherplatz zu bearbeiten, verwende ich GIMP. Zunächst ziehe ich das Bild in GIMP und habe es jetzt zur Bearbeitung. Um es vollständig anzusehen, schalte ich die Vergrößerung auf Fensterfülle. Und habe jetzt das gesamte Bild hier in der Ansicht. Um mich über die Bildgröße zu informieren, benutze ich die Funktion Bildeigenschaft oder Alteingabe und kann jetzt sowohl die Dateigröße als auch die Auflösung und die Abmessungen des Bildes sehen. Also die Größe eines Bildes setzt sich zusammen aus Abmessungen in Pixel angegeben oder Millimeter, der Auflösung, wie viele Punkte pro Fläche dargestellt werden, und dann die Dateigröße, die das Ganze braucht, je nach Kompressionsverfahren auf der Festplatte. Und damit nicht so viel heruntergeladen wird, wollen wir diesen Wert möglichst klein bekommen. Unser Bild wird höchstens mit 300 Pixel Breite angezeigt. Deshalb verändern wir jetzt bei Bildskalieren die Größe, geben 300 für die Breite ein, sorgen dafür, dass es proportional verändert wird und die Auflösung der meisten Bildschirme ist nicht besser als 72 Dots per Inch oder Pixel per Inch. Und jetzt skaliere ich das Bild. Da wir hier eine Vergrößerung eingeschaltet hatten, ist es jetzt sehr klein dargestellt. Ich stelle die Vergrößerung jetzt auf 100%, damit wir mal ein Gefühl dafür kriegen, wie groß das Bild ist. Dieses Bild reicht uns jetzt, um es in einem Text als Illustration mit abzubilden. Jetzt müssen wir davon eine Kopie auf der Festplatte erstellen. Dies passiert bei Export. Wir exportieren das Ganze und geben hier JPEG, also JPG als Endung ein, damit es auch als JPEG abgespeichert wird. Und vielleicht noch, damit wir uns erinnern, was das für ein Bild ist, einfach die Größe dahinter. Und das wäre ja dann 300 mal 199. Und jetzt sage ich, okay, dass dieses Bild in der Größe, das möchte ich gerne exportieren. Und dann bekommen wir nochmal dieses Feld und können hier noch Parameter verändern. Und damit wir möglichst kleine Speichergröße erzeugen, wählen wir hier noch eine Option aus, nämlich die Farbdichte. Und die fast alle Bildschirme sind in der Lage, die halbierte Farbart darzustellen, also besser darstellen, braucht es einen Spezialmonitor oder einen Drucker. Das können wir verwenden. Und die Qualität, meistens reicht 75% aus und wir sehen noch ziemlich viel von dem Originalbild. Und das können wir jetzt zum Exportieren verwenden. Also wie gesagt, diese Optionen hier, das sind die erweiterten Optionen. Und jetzt exportieren wir das Bild. Und jetzt haben wir es auf der Festplatte. Und wenn wir jetzt nochmal anschauen, welche Eigenschaften wir haben, dann kann man sehen, wir haben hier die Abmessungen sind 300 mal 199 Pixel. Wir haben die Auflösung korrigiert und die Dateigröße ist auf ein Zehntel geschrumpft. Das heißt, unsere Webseitenbesucher warten nur noch ein Zehntel der Zeit auf dieses Bild. Da ist es. Ich habe jetzt nochmal die Ansicht aktualisiert, damit wir das auch sehen können.